Lektion 314. Ich suche eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Aus einer neuen Wahrnehmung der Welt kommt eine Zukunft, die von der Vergangenheit sehr verschieden ist. Die Zukunft wird jetzt als bloße Ausdehnung der Gegenwart begriffen. Vergangene Fehler können keinen Schatten auf sie werfen, sodass die Angst ihre Götzen und Bilder verloren hat. Und da sie ohne Form ist, hat sie keine Wirkung. Der Tod wird jetzt keinen Anspruch mehr auf die Zukunft erheben, denn das Leben ist nun ihr Ziel und glücklich werden alle möglichen Mittel bereitgestellt. Wer kann sich grämen oder leiden, wenn die Gegenwart befreit worden ist und ihre Sicherheit und ihren Frieden in eine stille Zukunft ausdehnt, die erfüllt von Freude ist? Vater, wir haben uns in der Vergangenheit geirrt und wählen es, die Gegenwart zu nutzen, um frei zu sein. Jetzt lassen wir die Zukunft in deinen Händen und lassen unsere vergangenen Fehler hinter uns, wobei wir sicher sind, dass du deine gegenwärtigen Versprechen halten und die Zukunft in ihrem heiligen Licht lenken wirst. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das ist die einfachste Lektion von allen. Und dass der jetzige Moment der einzige Ort ist, an dem eure Zukunft erschaffen werden kann. Wenn du die zukünftige Ereignisse in deinem Geist vorstellst, dann kontaminierst du den gegenwärtigen Moment mit deinen persönlichen Bedürfnissen und Wünschen. Das ist etwas, was für heute ein sehr interessantes Thema ist, um darüber zu diskutieren. Denn ihr habt in eurer Gesellschaft sehr viele Befürworter des Gesetzes der Anziehung. Und das ist die Idee, dass ihr wählt, wie eure Zukunft aussehen wird, jetzt im gegenwärtigen Moment, wenn ihr euch darauf fixiert, auf die Objekte, die ihr wünscht. Und dann würdet ihr die bekommen. Also wir würden sagen, das Gesetz der Anziehung funktioniert nicht in dieser Art und Weise. Das Gesetz der Anziehung funktioniert in Form von Frequenz. Also wenn du ein Auto möchtest, dann müsstest du die Frequenz erzeugen von, oh, ich habe ein wunderschönes Auto. Diese Frequenz müsste dann von dir ausstrahlen, damit du dieses Auto bekommst. Wenn du das Bild eines Autos in deinem Geist hast und du sendest eine Frequenz aus von Armut und Ängstlichkeit, und irgendeine Art von Mangel, dann wird das Auto, das du möchtest, nicht zu dir kommen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, die versuchen, das Gesetz der Anziehung anzuwenden, enttäuscht sind, weil ihr nicht bekommt, was ihr wollt. Aber ihr bekommt, was ihr wollt, denn ihr bekommt die Frequenz, die ihr aussendet. Und ihr sendet die Frequenz aus, die ihr aussendet, weil ihr euch auf die Dinge fokussiert, von denen ihr wählt, dass ihr euch darauf fokussiert. Worüber diese Lektion hier spricht, ist, es geht um Vertrauen, dass es dort eine wohlwollende, weise und allumfassendes Gewahrsein gibt, das weiß, was für dich das Beste ist. Es kennt deine karmische Geschichte und den Hintergrund deiner Reinkarnation und die diese Dinge kennt, was du entschieden hast, was du in dieser Inkarnation lernen möchtest, als Teil deines Bewusstseins, deiner Ausdehnung deines Bewusstseins. Ihr dagegen seid kontaminiert mit den Programmierungen des Egos. Viele von euch sind von der materialistischen Konsumpropaganda indoktriniert, mit der ihr erzogen wurdet und mit der ihr ständig gefüttert werdet durch euer Mediensystem. Vielleicht schaust du auf ein großes Haus und denkst, das ist es, was mich sicher fühlen lassen würde. Während das übergeordnete, hochentwickelte, wohlwollende Bewusstsein sich dessen bewusst ist, dass es tatsächlich das Gegenteil ist von dem, was dich sicher fühlen lassen würde.
du fühlst dich unsicher aus anderen Gründen. Du fühlst dich unsicher aufgrund deines Mangels an Vertrauen. Du fühlst dich unsicher aufgrund deiner angsterfüllten Gedanken und Glaubensmuster, die du in deinem Geist hältst die ganze Zeit. Also wenn du im gegenwärtigen Moment dich befindest, entspannt und an einem Punkt von Vertrauen, dass das, was für dich das Beste ist, dir auf deinem Weg begegnen wird, dann tust du das Richtige. Die Angst, die in allen von euch da hochkommt, ist die Angst vor der Erlösung. Und das ist ein Glauben in vielen von euch, dass wenn ihr irgendwie euch mit dem Willen Gottes verbindet, dann würde euch das entziehen, was ihr wollt. Und das ist natürlich die Geschichte des Egos. Das Ego wird euch immer sagen, dass es die Kontrolle haben muss, damit du das bekommen kannst, was du möchtest. Aber habt ihr noch nicht bemerkt, wenn das Ego die Kontrolle hat, dann bekommst du nicht, was du möchtest. Also das ist eine große Veränderung im Geist, um die wir euch bitten, da heute einzutauchen. Aber wir möchten, dass ihr das wenigstens für einen ganzen Tag tut, wo ihr in der Gegenwart bleibt und denkt nicht über die Zukunft nach und ihr vertraut, dass alles, was ihr braucht, zu euch kommen wird. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.